Willkommen zum heutigen Trading-Tipp. Ja, die geopolitische Lage auf der Welt, beziehungsweise natürlich speziell im Nahen Osten, wird nicht wirklich besser. Die gesamte Welt rechnet eigentlich damit, dass Israel jetzt den Gegenschlag gegen den Iran starten wird, möglicherweise noch in dieser Woche. Dadurch ist Öl ja auch, oder hat Öl ja auch eine ziemliche Rallye jetzt in den letzten Tagen gesehen. Ja, in der letzten Woche hatten wir so viel Tagesgewinne wie schon seit einem ganzen Jahr nicht mehr. Und somit heute auch wieder eine Aktie aus diesem Segment, aus dem Ölsegment, Targa Resources. Wir haben sie jetzt genommen, weil sie charttechnisch gerade ziemlich interessant ist. Da blicken wir dann gleich drauf. Sie sehen es jetzt hier, seit langer, langer Zeit haben wir jetzt schon einen intakten Aufwärtstrend. Jetzt sehen wir es hier gerade, Aufwärtstrend noch einmal bestätigt. Jetzt mit einem neuen, nicht nur 52 Wochen hoch, sondern jetzt fast mit einem neuen Allzeithoch. Zeig uns doch mal bitte einmal den langen Chart. Wir müssen nämlich weit, weit, weit bei dieser Aktie zurückgehen. Sie sehen es jetzt hier im Jahr 2014. Haben wir das zum letzten Mal gesehen, dass die Aktie wirklich so dermaßen hoch gestanden hat, ja, und somit jetzt also auch ein, wie gesagt, neues Allzeithoch erreicht hat. Und jetzt geht es natürlich darum, wird Israel jetzt im Iran quasi die größten Ölanlagen angreifen? Das ist natürlich wirklich die große Frage, die sich jetzt natürlich stellt. Sollte das natürlich nicht geschehen, könnte es natürlich auch sein, dass es bei Öl einen ordentlichen Pullback geben könnte. Ja, ist natürlich also auch möglich. Aber da dieser Angriff jetzt wahrscheinlich relativ kurz bevorsteht, wird die Grundsituation beim Ölpreis, beziehungsweise die generelle Angespanntheit an den Börsen, die Nervosität wird natürlich nicht besser. Und wie gesagt, somit wird Öl wahrscheinlich jetzt auch erstmal weiter steigen. Aber wir sehen es jetzt hier auch mal, wenn wir das ganze Thema mal exkludieren und uns jetzt nur den Chart anschauen, hat sich die Aktie trotzdem, auch ohne Spannungen in Nahost, trotzdem weiterhin wirklich sehr, sehr stark entwickelt. Gerade jetzt hier, Sie sehen es auch, in den letzten zwei Tagen haben wir hier schon so rund 80, das war relativ lange ein wichtiger Widerstand oder ein starker Widerstand. Und als man dann darüber hinaus ging, dann hat die Aktie wirklich ordentlich nach oben angezogen. So, wir schauen mal auf das Produkt. Ein Faktor-Long-Zertifikat von unserem Partner wie immer, Morgan Stanley. Wir haben die Kennnummer MG3 DK1, das Ganze mit 21,32 €. Wie immer mit einem Faktor von 3 und den Stopp, den legen wir mal bei 17 Euro glatt. Ja, das ist der Trading-Tipp für heute. Wir blicken einmal auf den gestrigen Tag. Jene Optik hat es gegeben. Ja, gut, heute Morgen der gesamte DAX bzw. die gesamte deutsche Börse im roten Bereich. Hongkong, Hang Seng, relativ schwach, ziemlich starker Kursverlust, 8-9%, hat natürlich auch die gesamte deutsche Börse eigentlich mit nach unten gezogen. Ja, von daher war es eigentlich fast egal, was es heute so für Neuigkeiten gegeben hat. Im Großen und Ganzen ist die Stimmung jetzt leider nicht allzu positiv am heutigen Tage. 9,32 stehen jetzt aktuell bei 8,96, was halt nichts mit jener Optik der Aktie selber zu tun hat, sondern mit der eher angespannten, schlechteren Grundstimmung an der gesamten Börse. Ja. Das ist das Einzige, was man im Endeffekt dazu sagen kann. Wir schauen mal, wie sich das Ganze natürlich noch bis Ende der Woche entwickelt. Das heißt also, ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit den beiden Produkten und wir sehen uns morgen. Machen Sie es gut. Vielen Dank.